So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Mal wieder Lego Ninjago Wundertüten. Ja, ich habe zu viele davon. Der eine kennt Flohmarkt-Videos, die etwas älter sind, wo ich davon 50 Stück und davon und die ganz alten Lego Ninjago Wundertüten, die ich mal letzte Zeit euch vorgestellt habe auf der, ja, ich glaube, Mitgliedschaftsvideo ist das, glaube ich, nur. Aber egal. Ich weiß nur nicht, ob ich sie aufmachen werde. Die sind schon ein paar Jahre alt. Eigentlich ja, wegen die netten Figuren, die da drinne sein können. Aber nichtsdestotrotz habe ich gerade wieder 6 Stück rausgesucht, die ich jetzt wieder öffnen werde. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Highlight dabei, obwohl ja überall dieselben und gleichen Figuren drinne sind. Aber man kann doch ab und zu mal was Cooles finden. Ist natürlich selten oder so gut wie nie. Hier ist einmal nur drinne. Hier ist im Prinzip gar nichts Cooles mehr für mich. Hier das Polypack. Ist ein Polypack. Hier unten meine Eiskaiserarmee weitermachen. Hier geht gar nichts mehr. Und hier sowieso nicht mehr. Bei den neuen hier Eiskaiserarmee. Deswegen mache ich die als erstes auf. Die findet ihr noch überall in Handel. Ist die mit dem Multipack. So. Und die fange ich jetzt direkt gleich mit an. So, erstes. Oh, die Taucherschlange. Oder die Wasserschlange. Ja. Ihr kennt meine Videos mit ihr. Die ist schon 3-3-3-3-3-3-3-stellig. Und das Multipack ist mit Kai. PlayStation Kai, wie ich so schön immer dazu sage. Ja. Erste Tüte fertig. So, geht's weiter. Ninja Power. 6 Euro. Ist doch gar nicht mal so alt. Aber natürlich zählt auch hier, ich werde irgendetwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Vielleicht schon Weihnachtskalender, ist ja bald soweit. Aber er hat nichts, ich glaube Ninjago hat noch keinen Weihnachtskalender. Oder doch? Marvel, Star Wars, ne. Oder ich werde euch irgendwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, wisst ihr ja, danke dafür, unterstützt ihr meinen Kanal. Ja, ihm habe ich ja früher immer, es geht nicht, weil dieser merkwürdige Druck drauf war, ganz in Silber. Dann kam der ja raus, dann kam ja das große U-Boot raus, davon eine ganze Armee reinsetzen, sieht mega, mega cool aus. Entschuldigung. Aber damit wird er auch wieder sehen. Ich werde den Ton grundsätzlich nicht bearbeiten. Das ist so. Heldenpower Nummer 20. Und da haben wir. Oh, ja. Es fängt an, die Fehlverpackung. Coole goldene Teile und die blauen Spitzen sowieso und daraus ein Degen machen. Für ihn farblich passt das wunderbar zusammen. Aber das erkläre ich ja ab und zu immer in den Videos oder so gut wie immer. Die Ninjagoerin. Heldenpower Nummer 19, der Vorgänger, auch 6 Euro. Schlangenkopf, Spinnewupp, wie ich dazu immer so schön sage. Der ein oder andere, der meine Videos auch kennt, sage ich immer wieder, dieses Brustteil mit diese Beine zusammenpacken. Passt auf jeden Fall, bloß der hat diesen königlichen Brustteil, die eben diese Armeebrustteil, wie ich es immer so schön sage, ein paar davon
umbauen. Sieht mega cool aus. Dies mit die Beine perfekt. Ich habe auch damals mal ein Video darüber gemacht. Ich finde es richtig, richtig cool. Was meinst du, du oder du davon? Habt ihr es vielleicht auch schon umgebaut? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ein Comic. Kumpel Kai. Der Ghostbuster Kai. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ja, Ghostbusters Kai. Wo ich den vielleicht noch. Und noch einmal die Heldenpower Nummer 23. Ziemlich neu. Vielleicht haben wir eine sehr coole Figur drin. Einmal auf keinen Fall. Oder ihr habt eine andere Geschmack. Ihr braucht andere. Vielleicht braucht ihr hiervon sehr viele, weil ihr euch da von ihm eine Armee aufbauen wollt. Ist wie gesagt, ihr schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat von die Figur, welche ihr eine Armee von braucht. Aber ja, er geht auch. Aber wie gesagt, es ist nett, dass ich ihn wieder gezogen habe. Ist besser wie jede andere Figur. Aber wenn man schon dreistellig und mehr darüber hinaus ist, ist es irgendwann langweilig. So, und jetzt komme ich schon zur sechsten und letzten Lego Ninjago Wundertüte. Ist die Heldenpower 22. Wäre cool, aber ihr habt gesehen, von so vielen coolen Figuren, die man hätte ich ziehen können, ne. War leider nichts dabei. Seht ihr? Auch drin, obwohl das paar Monate älter war, und eine andere Wundertüte, die gleiche Figur, und jetzt die gleiche Figur. Seht ihr, das sind Wundertüten. Wundert euch nicht, wenn ihr immer das gleiche drin habt. Sag ich immer wieder, ihr seht meine Videos, es stimmt auch immer wieder, aber so sind Wundertüten. Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu das Komolut hier. Es geht die beiden mit dem Körper umtauschen. Ich verlinke euch irgendwas von Lego Ninjago unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Für einen Daumen hoch freue ich mich immer. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.